Und willkommen wieder bei Hearthstone mit Kapuze und Maru. Hallo, wir sehen's, die genau, zwei ich habe absichtlich nicht nachgeschaut und erzähle weiterhin nur, was ich gelesen habe, mich noch erinnere. Doch. Um was du dich erinnerst, wir bauen jetzt ein Deck, gell? Wir bauen jetzt erstmal ein Deck. Nach dem Deck bauen erzähle ich über Cryptocurrencies weiter. Genau, erzähl mir. Einfach nach dem Deck bauen. Lass mal kurz das Deck bauen, sonst verpalle ich mich. Ja, ja. Mach den Vogel. Ah ja, nimm mal Aja. Lava Bur. Hector. Kapuzenvogel, nee, willst du es jetzt erzählen oder soll ich es erzählen? Ich erzähle es gleich, wenn dir auch, wenn ich das Kapitel sonst kann ich mich nicht dran. Ich bin richtig nervös. Aber natürlich, du kannst erzählen. Ja, ich weiß es nur so circa. Du bist ja der Programmierer. Ich kann ja nicht programmieren. Du weißt, du kannst es vielleicht besser erklären. Also, für mich ist so ein Bitcoins, ich habe es nicht verstanden, warum, aber Bitcoins wurden irgendwie kreiert mit irgendeinem Code, den man nicht kopieren kann, oder? Ja, gut, Bitcoins, also ich weiß halt ganz genau, wie das richtig angefangen hat. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber es ist halt einfach so, du verschlüsselst quasi mit deinem Rechner irgendwas. Und kriegst dafür irgendwie was raus. Das, was du rauskriegst, dieser Code, weil der irgendwie einzigartig ist, ist was wert. Genau. Und das Ding ist aber, weil der Laie und ich, der ich, also wie gesagt, für mich ist es ja irgendwie so, alles, was virtuell ist, kann ich irgendwie kopieren. Ja, das sagt mir mein Verstand. Ja, weil es virtuell ist. Rechtsklick kopieren, einfügen. Das ist für mich. Ich hab aus nichts etwas gemacht. Ja, aber Bitcoin funktioniert ja anscheinend nicht so. Ja, Bitcoin ist ja wie gesagt eine eigenständige Währung. Und diesen Code, der in einem Coin steckt, den kann man anscheinend nicht kopieren. Warum den weiß ich nicht. Den kannst ja nur. Ich bin kein Programmierer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber so hat es mir der Alex erklärt. Ja, inzwischen ist das eh ein Problem, weil bei den Bitcoins gibt es inzwischen auch Banken. Es gibt, glaube ich, inzwischen sind irgendwie 40% aller Bitcoins in der Besitz von irgendeiner Person. Oder nicht von einer Personengruppe wow, oder so. Wirklich? Und ich glaube, wenn sie über 60% der Bitcoins können, dann wären Bitcoins nicht mehr sicher oder so. Bei Baby ist nicht sicher. Da können sie die Bitcoins knacken. Ach so. Also, oh, das ist aber krass. Der geht schon. Ich hab schon einen. Oh. Ich wollte eigentlich noch in der Inventar, aber ich zieh. Aber ja, also man kann anscheinend Bitcoins, aber es ist so safe. Anscheinend hat mir der Alex gesagt, dass man das schwer kopieren kann. Wie du müsstest 60% aller Bitcoins haben, damit du eine Transaktion knacken kannst. Ja, da bist halt aber dann. Und wenn du hochrechnest, 21 Millionen Bitcoins, ein Bitcoin. 60% davon heißt irgendwie 12 Millionen oder sowas. Und 12 Millionen Bitcoins mal 3.000 Euro macht irgendwie 3 Milliarden. Dann hast du 3 Milliarden Euro auf dem Konto. Ich glaube, dann ist dir scheißegal. Das meine ich. Würde ich behaupten. Ja, nee, also, mach das so, du hast Bullet Proof auf deinem PC gemacht, auf dem CPU, ne? Irgendwann haben sie dann irgendwann mal rausgefunden, auf dem Grafikkarte geht das schneller. Und natürlich kannst du natürlich auch einfach so einen, ich habe keine Ahnung, wie die Abkürzung ist, kannst direkt einen Chip darauf programmieren, dass er nur das macht. Dass er einfach nur in der Lage ist, dass er einfach nur in der Lage ist, diese Codes rauszufinden. Damit meinen die jetzt halt ihr Bitcoin-Kacke. Ja. Aber für alle anderen Cryptocurrencies kannst du das nur mit Grafikkarten machen. Keine Ahnung, da kenne ich mich Beispiel, du kannst es, du kannst dir vorstellen, also es gibt, ich glaube, Ethereum heißt die zweithöchste Wertung gerade, also ich glaube 300 Ethereum. Das habe ich nicht verstanden, hat mir der Erik was erzählt, ich habe es nicht verstanden. Wir reden jetzt über Grafikkarten, was hat das mit Bitcoins zu tun? Du kannst mit den Bitcoins die Grafikkarten, also du kannst von den Grafikkarten quasi Bitcoins berechnen lassen. Warum mit Grafikkarten? Weil die besser rechnen können als ein CPU. Die haben mehr Rechenleistung, was sowas angeht, für solche Berechnungen. Bitcoin Mining, so generieren genau. Sie die Kryptowährung. Also, genau, das haben sie früher auf Grafikkarten gemacht. Ah, interessant, das wusste ich nicht. Daran liegt. Ah ja, Bitcoin Mining. Und was heißt das? Das sind dann einfach Millionen von Grafikkarten, die versuchen das auszurechnen, oder wie? Genau. Ach so, die versuchen also den Code zu knacken, das ist alles. Die einen neuen Code versuchen zu finden. Oh, und was. Das ist schon wieder. Das ist so faszinierend, aber ich kann ja nicht programmieren. Das heißt, ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ja, ich kann also mir vorstellen. Für den Line ausgedrückt, du hast lässt ein Programm laufen,
Und ja, wenn du Glück hast, spuckt das Programm dir einen Bitcoin auf. Aber woher weiß das Programm, dass das der Code ist? Jetzt, wenn das ein richtiger neuer Code ist, dann sagt dir das Programm schon. Es gibt eine quasi da irgendwelche Verschlüsselungsdatenbanken und sonst was und irgendwelche Wallets und whatever, wo halt dann verwaltet wird, wer was besitzt. Krass. Das mache ich jetzt mal. Ich mache jetzt Bitcoin Mining. Na, Bitcoin lohnt sich nicht. Warum nicht? Weil du für Bitcoins einfach brauchst du, da gibt's schon fertige gebaute Chips, die. Das mache ich. Na, du kannst da zum Beispiel Ethereum meinen. Und deswegen kannst du ja auch gucken, deswegen sind die Grafikkarten so scheiße teuer. Mit einer Grafikkarte, zum Beispiel, also die billigen Grafikkarten sind scheiße teuer. Weil du kannst. Ethereum heißen die? Ethereum heißt zum Beispiel eine Münze. Glaube ich, die zweitgrößte. Ist auch eine Währung. Ja, genau. Das sind, glaube ich, 300 Euro eine Coin wert. Die Karte kaufe ich. Ethereum. Ja, der Trick der Sache ist, du meinst Ethereums und tauschst die gegen Bitcoins, weil die ganzen Nicht-Bitcoin-Währungen meistens nach einem Jahr oder sowas wieder hops gehen. Ich mach Ethereum. Wow, Ethereum. Kaputt war jetzt ein Ethereum. Ethereum, ein Ethereum Empire. So nenne ich meine Firma. Nee, genau. Und das kannst du halt nur, dafür gibt es noch keine gebauten Chips, deswegen sind Grafikkarten besser. Deswegen gehen Leute hin und kaufen alle so billigen Grafikkarten, die halt preis-leistungsmäßig am besten sind. Und wer macht das? Die Leute, die so einen Scheiß meinen, die ja mit dem Business sein wollen. Mining Business. Aber wirklich, was könnte ich verlieren, wenn ich in Ethereum da investiere? Was könnte ich... Du könntest, bis du genug hast, um damit was zu machen, könnte die Währung schon nicht mehr wert sein. Sonst? Du musst immer rechnen, die Rechnung ist immer Stromkosten und Zeitkosten versus Coin. Im Endeffekt, wenn du es jetzt laufen lässt, würdest du wahrscheinlich so noch einen Euro Gewinn machen oder sowas. Ach so. Du kannst nur rechnen, wenn du es jetzt nicht in Deutschland machst, weil Deutschland ist einfach der Strom zu teuer. Ich verstehe trotzdem nicht, was Ethereum Mining ist. Diese Grafikkarten. Dass du ein Programm laufen lässt, die irgendeinen Verschlüsselungswert berechnet, der halt dir eine neue Coin gibt. Ich weiß auch nicht genau, wie das die Berechnung ist. Der gibt mir eine neue Coin, damit dann ist aber die Währung nach einer Zeit ja nichts mehr wert. Ja, wieso? Die Coin ist ja so viel wert. Du kannst ja auch nur eine gewisse Anzahl an Coins machen. Jede Coin, die du findest, oder die jemand findet, kostet die nächste Coin schwerer zu geben. Ach so, die ich finde. Ich dachte, diese Coins gibt's schon. Nee. Also, es gibt, theoretisch gibt's diese Zeichenketten schon, aber keiner kennt sie. Ein ist einfach nur, dass du durch diesen quasi Verschlüsselung irgendwas Algorithmen durchrechnest und irgendwo darunter ist eine Coin. Oder ach so, aber... Aber es muss ja dann... Dann weiß das Programm, hey, ich habe gerade einen Code gefunden. Ich weiß exakt nicht, Coin, wie das funktioniert. Das kann ich dir nicht faszinierend. Sagen. Ich mache jetzt Ethereum Mining. So, und wer sich damit auskennt, der kann zu mir und bei mir übernachten und kriegt dann was zu essen und zum Trinken und dann machen wir ein fettes Business. So, das mache ich. Alles interessant. Weil ich kann mir das so schwer vorstellen, aber weil ich eben weiß, dass das funktioniert und dass man nur so ein bisschen so über den Teller anschauen muss, dann finde ich, dann ist das so faszinierend. Du musst dir vorstellen, wo Strom nicht so teuer ist, also nicht bei uns, wenn du in der Nähe von Solarkraftwerk wohnst. Du kaufst dir eine Grafikkarte, so eine Radon 7000 oder wie immer die hieß. Die findest du auch im Laden nicht mehr, die kosten irgendwie 600 Euro, wo die da 200 Euro wert sind. Ja. Die hast du in 60 Tagen, hat sie sich selbst bezahlt. Oder geil! Deswegen kriegst du ja keine mehr im Laden. Deswegen sind sie ja alle ausverkauft. Deswegen kriegst du keine Midrange-Grafikkarten mehr. Ist das so ein Hype, machen das jetzt alle irgendwie? Ist es machen, Shit? Wenn du bedenkst, du kaufst die Karte, lässt die 60 Tage laufen, sie hat sich selbst bezahlt. Der Trick ist doch, also es gibt da sozusagen einen Zyklus. Quasi, irgendeine neue Währung kommt auf. Dann kaufen Leute sich Grafikkarten dafür. Das geht sogar so weit, dass die sogar hingehen und quasi zwischen Laden und Hersteller das schon abfangen und alle Grafikkarten kaufen. Wow. Und dann gehen sie hin und meinen die neue Währung. Sind jetzt Grafikkarten echt so teuer zur Zeit? Ja, alle Grafikkarten sind teilweise 3 bis 4 Mal so teuer, wie sie eigentlich wert sind. Jede auch Nvidia? Nicht die großen, also eine 1080 Ti will keiner nehmen zum Meinen. Okay, aber zum Beispiel, was ist denn eine Grafikkarte, mit der ich meinen kann? Ey, keine Ahnung, die billigen halt. Sag mal. Es geht ja nur Preis-Leistung. Es geht einfach nur, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe die Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Ich müsste erst aber den Artikel rausfinden. Was nehmen die Leute für einen? Ich will nur mal schauen, was die kostet. Der Artikel raus. Ja, nochmal. Da Hardware, AMD Radeon RX 500. Hier zum Beispiel, die ganzen Midrange-Grafikkarten. Waren zwar die ersten betroffenen Karten.
Ja, den kaufe ich jetzt. An den Radeon. Nee, nicht kaufen, jetzt ist das zu teuer. Nee, ich kaufe den. Der Trick ist sozusagen, jetzt geht der Cycle los. Es geht das los, die wird immer mehr wert, die Dinger, bis man halt nicht mehr genug, also bis sie nicht mehr preiswert sind. Bis es keine Coins mehr gibt. Bis es sich nicht mehr lohnt, die Coins zu meinen mit den Grafikkarten. Ja, weil es eben nur noch 3 gibt vielleicht oder so und dann. Okay. Genau. Okay, was kostet es? Ist ein Ausverkauf. Ich will aber eine kaufen. Kaufen hier. An die RX 580 kostet 280 Euro. Zu viel? Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe die Artikel im Kopf, ich weiß nicht, wie die Grafikkarten heißen, die man nicht. Ich will jetzt meine. Ich bin der Minecraft-Radeon-Miner. Ethereum. Da. Genau. Also wir sind zu weit, dazu zeigen, Leute fangen an zu minen, dann lohnt sich das für die Leute nicht, weil sie nur eine Grafikkarte gekauft haben. Also brauchen wir eine neue Währung danach, oder wie? Ja, muss mal bis die nächste kommen. Und die meisten gehen dann hin, um ihre Verluste halt irgendwie aufzukriegen, weil du kriegst meist nicht genug raus. Also das ist eine theoretische Rechnung. Ne? Wenn du früh genug anfängst, kannst du in 60 Tagen dir die Grafikkarte sich selbst bezahlen lassen. Aber wem verkaufe ich dann meine Coin, die Ethereum-Coin? Das muss ich verkaufen. Irgendwer wird die schon kaufen. Irgendjemand sammelt die ja. Okay. Also das, ja, aber das finde ich, weißt du, es ist eine verrückte Welt, aber das finde ich gut. Weil, wie gesagt, virtuelle Währung ist halt, finde ich, deshalb gut, weil wir uns eben immer mehr vom Bargeld entfernen. Und du siehst ja, die Leute wollen ja, dass irgendeine Währung beibehalten, ja, sonst würde es sowas nicht geben. Also wie gesagt, ich bin ein Fan von Bargeld. Nimmst du, ich gebe es ein Sprichwort, das heißt nur Cash is Fash, ja? Ja. Und das stimmt auch, ja? Ich finde, Bargeld hat immer etwas, weiß ich nicht, hat etwas, Bargeld hat etwas Schönes im Vergleich zur Karte. Wie siehst du das? Auch lieber mit Geld als mit Karte. Ja. Cash is Fash. Jetzt, irgendwo habe ich jetzt gelesen, übrigens waren wir jetzt gerade schon bei Sicherheitspaket mit Bundestrojaner, Österreich jetzt. SPÖ und ÖVP sind sich einig. Also, die wollen jetzt, dass da irgendwie da irgendwas mit dass die Erfassung von Auto, ja, irgendwelche Programme entwickeln, dass man Autokennzeichen und den Einsatz auch gewahrter Videokamera zur breitflächigen Überwachung des öffentlichen Raums ermöglichen soll. Das ist irgendwie, wenn ich, laut Justizministerium soll dafür kein sogenannter Bundestrojaner eingesetzt werden, der das Handy in eine Wanze verwandelt und Zugriff auf sämtliche private Daten. Und stattdessen soll eine Software zum Einsatz kommen, die nur Nachrichten und Telefonate in Echtzeit ausspäht. Ne? Also, Nachrichten, darunter ist auch WhatsApp jetzt im Visier. Hast du gehört? WhatsApp im... Ja, ja, also sie wollen auch WhatsApp irgendwie ausspeien, weil er, ja... Aber ich habe jetzt schon öfter gehört, dass WhatsApp anscheinend im Visier ist. Ja, weil da sich alle darüber unterhalten. Es bringt natürlich keinen. Es bringt keinen, jetzt irgendwie, weiß nicht, das Apple SMS da zu überwachen, weil es benutzt halt keiner mehr. Klar brauchst du WhatsApp, ja. WhatsApp sagt doch von sich, dass es verschlüsselt ist. Aber es gibt eine gute Alternative. Kennst du Telegram? Telegram? Telegram, ja, kennst du gar nicht? Das ist wie WhatsApp, nur eigentlich viel sicherer. Genau wie ich das sage, Telegram. Es haben auch schon ein paar Leute von mir, aber es verwendet halt keiner. Weil alle immer noch Dings verwenden, weil alle immer noch WhatsApp verwenden. Aber Telegram, ich habe auch Telegram. Also Maro, Telegram kann ich dir, ist auf jeden Fall eine sichere Alternative. Haben auch viele, aber wie gesagt, verwenden halt keiner, weil alle immer noch WhatsApp verwenden. Obwohl es genau dasselbe ist, es sieht genau gleich aus. Und wenn immer noch Leute fragen, ja warum verwendest du dann nicht Telegram, sondern WhatsApp? Ja, Telegram ist sicherer. Also ich könnte es mir vorstellen zu benutzen, wenn es andere auch benutzen würden. Aber ja, Behörden wollen künftig WhatsApp und andere Apps überwachen. Da steht's. Wie siehst du das mal? Würde man Telegram überwachen? Nee, WhatsApp. Ach so. Wie siehst du das? Ich sehe das als schrecklich.
Ja, das Problem ist, einerseits muss es gemacht werden, weil die ganzen Terroristen sich auch darüber unterhalten. Andererseits möchte ich nicht, dass die Leute mich ausspähen. Ja, weil du damit jeden zum Verdächtigen machst. Ja? Also, und ich hätte meine Nacktbildchen nicht sehen. Ja, oder meine. Oder unsere Maro, die schicken uns immer so viel Nacktbilder. Ja, die soll ja keiner sehen. Die darf keiner sehen. Nein, das Ding ist, das Problem ist mit dem, du machst halt alle zu potenziellen Terroristen. Ja, du sagst halt, okay, alle, weil jeder, ich installiere einfach dieses Überwachungsprogramm wie ein Handy, es könnte ja jeder ein Terrorist sein. Es könnte ja jeder, ja, das ist jetzt risky, mal. Obwohl, nein, gar nicht. Du musst einfach im Anmut spielen, fertig. Okay. Ja, du überwachst halt jeden, weil jeder könnte halt, du machst jeden zum Verdächtigen. Und das ist das Problem. Und unter den Millionen von Leuten gibt es sicher einen, der böse ist und sich was in die Luft sprengen will. Aber warum muss ich dann dafür büßen? Weil irgendein Verrückter, was soll ich meinen, Maro? Ja. Ich will das nicht. Heil Totem, bitte. Alter, dass du es am wenigsten brauchst. Echt, gerade das, was du am wenigsten brauchst. Eigentlich ja. Ein Hohn, oder? Also alle drei wären besser gewesen. Alles wäre, genau, alles wäre besser gewesen. Das war auch krass. Aber, ja, Trojan, ja, WhatsApp. Genau, ich meine, das Ding ist auch, wenn jetzt da irgendwer ein Bild, weiß ich nicht, schwarzer Humor, ja, irgendwer schickt wem was, weiß ich nicht, du schickst wem einen, warum auch immer, ja. Egal, irgendwie was Doofes. Du schickst irgendwie ein blödes Bild von, ich weiß nicht. Na? Egal was. Jedes. Warte mal. Im Prinzip. Geh mal Schritt zurück. Du musst bedenken, vom Gerecht, vom Gesetz her. Ja? Stell dir mal vor, du bist 17. Du hast nur 17 Freundin. Ihr schickt euch gegenseitig Nacktbildchen. Dann werdet ihr 18. Dann habt ihr Bilder auf dem Handy. Minderjährigen. Minderjährige. Ja, nein, ja. Das wurde jemand dafür angezeigt und bestraft. Echt? Ja. Weil vom Tatbestand hat er Bilder von Minderjährigen. Nacktbilder auf dem Handy. Wow. Es ist egal, es ist dein eigener Sinn. Es sind Nacktbilder von Minderjährigen. Verrückter. Was sag ich bei uns, aber es ist passiert. Das ist das, was ich meine. Es gibt so viele neue Sachen, ja, wo unsere Gesetze einfach nicht nachkommen. Das sowieso. Jedes Jahr gibt es, weiß ich nicht, neue Sachen, aber unsere Gesetze... Aber das Internet ist doch Neuland. Ja, im Prinzip, gesetzesbezogen sind sie das auch. Weil ist du ja musst ja sehen, mit was wir da... Also, die Merkel hatte nicht Unrecht, als sie das gesagt habe, wenn sie das auf die Jahre bezogen hat, wie lange wir keines hatten. Dann ist das Internet ja tatsächlich Neuland. Aber es ist halt... Das ist halt das Problem. Es gibt da immer Sachen, und dann schicken sich 17-Jährige kleine Nacktbildchen, wie lieb. Ja. Wow, gekappt. Aber trotzdem ist es halt irgendwie schwachsinnig vom Gesetz her, ja? Weil, und wie gesagt, da kommt das Gesetz dann nicht mit, habe ich das Gefühl. So nicht. Da ist dann halt ganze Internetsachen sind jetzt nicht geregelt. Guck dir den Rundfunkvertrag doch an. Da gab es nicht mal Fernseher, als der gemacht wurde. Ja. Der war für Funkfrequenzen gedacht und nicht für Fernsehprogramme. Das Gesetz gehört jedes Jahr zumindest überprüft, ob das noch up to date ist. Definitiv. Ja, weil, keine Ahnung, weil jedes Jahr, weil vor 100 Jahren hat sich bestimmt nicht so viel geändert pro Tag, pro Woche wie jetzt. Einfach eben, weil wir alle viel vernetzter und viel. Ja, und die Kommunikation ist einfach eine ganz andere. Könnte dir, weiß ich nicht, Architektspläne runterladen von, weiß ich nicht, oder dir alles über eine Rose erzählen. Ich kann mit Gewissen teilen, wovon vor 100 Jahren die Leute zuerst in die Bibliothek mussten und weißt du, was ich meine? Also so viel schneller. Das ist eigentlich schon ein Wunder, das Internet, kann man sagen. Ja. Was dadurch alles möglich ist, ist eigentlich schon echt verrückt. Aber das ist Politik, das ist das Neuland. Ja, ist verrückt. Ja, aber das ist das, was ich meinte mit, dann schickst du halt irgendwem, ihren Freunden, ein blödes Bild, ja, schwarzer Humor, keine Ahnung, und
dann kommt das und wie gesagt, was ich glaube, was du schickst halt ein paar Hakenkreuz, einfach so, wow. Einfach so, weil du denkst, es ist lustig und schickst halt ihm. Und dann kommt irgendwie, wenn ich mit dem WhatsApp durchsucht und dann stehen die dann Hakenkreuz und dann sagen die, was ist da los? Ist da ein rechtsextremistischer Move dahinter? Ja, und du sagst, nee, ich habe einfach, keine Ahnung, ich hatte nur Langeweile. Ich habe einfach ein blödes Bild mit einem Freund geschickt, fertig. Aber das, weißt du, was ich meine? Du kannst halt gegen so viel belangt werden, weil einfach, weiß ich nicht, du, weil, ja. Halt verrückt. Deswegen möchte ich das nicht. Ich möchte nicht überwacht werden. Keiner will das. Ich möchte dir weiter Nacktbilder schicken, ohne dass es wer andere sieht, Maro. Genau. Das möchte ich. Ich denke mal sowieso, dass die Leute, die das dann durchsuchen müssen, die suchen doch eh nur nach Nacktbildern. Eben! Und da. Hier sitzt du die ganze Zeit auf dem Bildschirm und gucken. Ah, da hier auf Leitung 7, da sendet gerade hier Marianne L. aus Hamburg. Akte Fotos. Das Ding ist, du musst dir im Prinzip echt denken, da, weißt du, also dein Computer wird durchsucht oder sowas von, keine Ahnung von wem. Ja, wenn ich, okay, hey, du Verdacht, hey, dein Computer wird konfisziert, Festplatten werden mitgenommen und dann schauen die drauf. Ich bin mir hundertprozentig sicher, bin 95% der Leute alles, was sie finden, werden irgendwelche Pornos. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Mich hier Schmuddelbildchen und so, das ist ja keine. Also, die geben einen Verlauf ein und den, aha, okay, wow, crazy. Dieser Dude, holy shit. Und das ist, muss ja voll peinlich sein, denke ich mir, oder? Ja, bestimmt. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei 90%, 95% der Leute dann ist. Hast du diese gerade nervig? Das ist voll raus. Bippidi, lieber Maru, was machst du denn den ganzen lieben Tag? Tanzen! Wenn man lange Zeit mit einer Person verbringt, übernimmt man ihre Gewohnheiten. Oh shit. Ach, deswegen. Echt krass, oder? Aber das könnte echt stimmen. Man passt sich ja halt irgendwie ja, schon an, ne? Den nur mit meinen Karten spielt der Penner. Da habe ich gerade so ein Bild gesehen. Ah, so ein Video, wo wir vorher noch von Hamburg geredet haben. Da habe ich so ein Bild gesehen, so ein Video gesehen. Und da war so ein Mercedes. Und der war halt ein schönes Auto, ja. Der hatte sicher Kohle, weil ein schwarzer Mercedes und der stand da. Und da haben solche Leute, diese Demonstranten, sich einfach vors Auto gestellt und wollte ihn nicht weiterfahren lassen, ja, mit so einem Rad auch und so. Und was macht der Autofahrer? Bleibt halt einfach stehen, ja, wieder kennen die dafür. So, die machen sich da lustig über den, der halt an, ja, hat vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo ein Businessgespräch, ist ihm doch scheißegal, was er demonstriert, der ist einfach nur weg. Und was macht er nach einer Weile? Er fährt einfach los. Die Leute rennen auf die Seite, der eine hüpft noch vom Rad und der überfährt das Rad. Und daraufhin regen sich die Leute auf, da hätte wer überfahren werden können. Weißt du, was ich meine? Und das regt mich so auf. Diese Trotteln provozieren, blockieren und dann kriegen die auf die Schnauze im Prinzip, wollen aber nicht mit den Konsequenzen damit leben. Ne? Weißt du, so, was ich meine? Ich bin absolut gerechtfertigt. Und das ist das, was du gesagt hast mit dem Panzer. Ich meine, das war ein bisschen ein krasser Beispiel. Aber ohne Scheiß, wenn mich da wer provoziert oder so. Dann man muss halt. Ja. Sagst du, dann mach jetzt, reg dich doch mal mit mir auf. Ja, voll schlimm. Ja, oder? Hast du sie alle.
Ja, es ist immer so. Die ganzen Leute sind nur noch am Rumheulen. Ich bin auch am Rumheulen. Hast du mal gespeedrunnt, Maru? Möchtest du mal? Nein. Gibt es irgendein Spiel, auf das du dich freust, was bald rauskommt? Ich glaube inzwischen. Bist du schon mal mit einem Flugzeug geflogen? Nein. Doch, aber nicht als dem ich groß. Hast du dir schon mal ein Auto gekauft? Ja, ich fahre ja eins. Ist deine Lieblingsfarbe blau? Habibi? Was? Ist deine Lieblingsfarbe blau? Nein, grün. Magst du die Farbe schwarz? Ja. Hörst du gerne Rap? Nein. Jetzt einfach 3 Millionen Fragen gestellt, weil du. Ich habe gehofft, du gehst auf eine ein. Magst du denn schwarz? Ich weiß nicht. Bist eher so ein weißer Dude. Ich glaube, ich bin eher ein heller Dude, glaube ich. Obwohl, jawohl, ja doch. Aber ich mag auch Grün und Orange, finde ich auch geil. Rot hat hier etwas Aggressives. Ich bin kein Rot-Fan. Es kommt drauf an, aber so ein knalliges Rot, finde ich, hat etwas sehr Aggressives, finde ich. Das Rot, wie deine Lebensanzeige ist, gerade. Ich finde, das Rot hat etwas Aggressives. Findest du nicht? Findest du das aggressive? Ja, irgendwie schon. Noch knalliger finde ich aggressiv. Gar nicht so schlimm. Oder etwas Beruhigendes so. Bist ja eh schon immer so aufgeregt. Aus der ruhigen Farben. Ich glaube nämlich, weil du gesagt hast, ich glaube, Koffein hat auf mich keine Wirkung. Bist schon irre. Nein, ohne Scheiß. Also ich hab jetzt auch gerade einen Energy Drink getrunken oder so. Ich fühle mich nicht anders. Im Gegenteil, ich habe auch manchmal einen Relentless getrunken. Das haben wir doch festgestellt, dass wir bei der Menschen sind, wo der Energy Drink einfach mal 4 bis 5 Stunden braucht, bis er. Vielleicht, ich weiß aber nicht mal, ich habe da nicht drauf geachtet. Muss ich jetzt schauen, okay, jetzt ist es 19 Uhr gleich. Da muss ich schauen, ob ich dann irgendwie drauf reagiere. Aber das Ding ist, ich habe mich letztens da vom Stream, weiß ich nicht, um 19:30 wurde ich extrem müde. Ich habe davon Energy Drink getrunken und habe mich hingelegt, habe noch eine halbe Stunde gepennt. Das ist so, das sagt mir, ey, jeder andere würde durch die Gegend hüpfen. Und ich lege mir einfach in den Pennen, ich verstehe es nicht. Aber das ist irgendwie was Gutes. Also, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist interessant auf jeden Fall. Wie es ausschaut, wird es bei uns gleich regnen und ich wollte gleich einkaufen gehen. Das ist natürlich keine gute Kombination. Nee, das ist voll scheiße. Aber Mario, ich habe ein Boosted Board. Was, ein was? Ein Boosted Board habe ich. Was ist das denn? Ein elektronisches Skateboard. Und das Boosted Board ist eigentlich die Mercedes-Klasse oder der war auch fucking teuer, ja. Das war das letzte teure Ding, was ich mir gekauft habe. Bevor ich jetzt wieder zum Sparen anfange. Aber, Das musst du noch ran. nee, das habe ich mir damals eben schon bestellt, wie es rauskam. Das war noch letztes Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, whatever. Bestell's halt. Da hatte ich ja noch viel. Aber jetzt ist der Umzug gekommen und der Umzug war so teuer, dass ich mir das dann habe. Dann habe ich mir gedacht, oh, goddammit. Aber, ja, das habe ich mir jetzt. Das habe ich. Und damit fahre ich, aber ich bin Hat er so sich verrechnet? vorsichtig. Ich bin so vorsichtig, ich will nicht, dass es kaputt wird. Vor allem, weil er nicht kaputt ist. Ja, weil es echt teuer war. Und jetzt kommt am Montag, kriege ich meine neuen Möbel, Maru. Freue ich mich schon drauf. Was ich geil finde, und ich weiß nicht, kennst du diesen Industrial Style? So, also der heißt wirklich so. Also, das ist jetzt Okay. kein. Also, da gibt es beim Ikea gibt's einfach Industrial Wohnungen ein. Und das ist halt alles in so dunklen Tönen. Und ja, es hat so ein Fabrikfeeling, so ein bisschen. Aber ich finde das so geil in der Wohnung. Muss man anschauen. Sieht echt gut aus. Du kannst nebenbei keinen zweiten Ding aufmachen, gell? Okay. Aber das sieht super geil aus. Und da kriege ich ein paar Möbel die kommenden Tage. Maru, wenn du da bist, du bist bei dir bei mir, Maru. Du bist ja bald bei mir. Freust dich schon? Natürlich. Wird schön, gell? Bestimmt. Freue mich auch schon, wenn du da bist. Dann müssen wir unsere Wetten einlösen. Wetten? Ja, Mal spenden. unsere Spenden. Da, ich hab's noch. Da noch.
abgespeichert. Da, Pizza von Zankage. Toxelion Generin. Das waren die. Wir waren voll fett an dem Abend, weil wir müssen eigentlich nur miteinander noch essen gehen. Nicht nur Pizza essen. Ah ja, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Ah, das werden wir schon alles machen. Kaufen wir, anstatt der Pizza kaufen wir uns im Steakhouse ein Steak. Ah, aber das müssen wir noch machen. Das wird schon. Haben wir einen Ort, an dem wir hingehen? Haben wir schon was ausgemacht? Ich muss schon Randy fragen, weil ich gehe dem auch aus, dass wir uns am Montag in einem gewissen Steakhouse da treffen. Ah, okay. Weil ich weiß, am Freitag bin ich nicht da, da habe ich nämlich keine Zeit, da bin ich nämlich woanders eingeladen. Auf der Gronkh Party. Genau, wir gehen, wo gehen wir hin? Ich weiß nicht, irgendwo in ein Restaurant gehen wir am Freitag und ja, da freue ich mich schon. Aber ich freue mich auch, die Leute wieder zu sehen auf der Gamescom, das wird so schön. Ich habe ihn schon gesehen. Bis auf den Krabs. Ich habe den Krabs kenne ich schon ewig, aber den habe ich kein einziges Mal gesehen. Ja, nee, die anderen habe ich gesehen, die anderen habe ich getroffen. Die haben wir sogar getroffen. Maro. Ja, ne? Ja, zu Silvester, weißt du noch? Ja. Das ist 2014. Wir kennen uns jetzt schon so lange, Maro. Ewigkeiten. Bald kommt Game of Thrones, Maro. Diesen Monat. Bist gespannt? Natürlich, wie ein Blitzer. Ah, warte mal. Wollten wir das nicht anschauen? Ja. Genau, wir müssen. Oh, dammit. Oh, ich freue mich schon. Ja, aber das hat er verloren. Ich meine, er zieht ja keine Karten mehr. Was will er denn? Richtig. Ja, jetzt, oder? Er hat schon, glaube ich, mal eine gezogen, oder? Nee, einmal noch. Komm, knall dich ab. Nee, er stirbt wie ein Hero. Er will es halt echt rauszögern. Natürlich. Ah, jetzt geht er auf. Wow, er wollte nicht so sterben. Das war's aber auch für heute. Ja, jetzt hatten wir kein Thema. Ich habe uns einfach allgemein mit Sachen aufgeregt. Wir haben uns nicht aufgeregt. Wir besprechen nur Sachen. Genau. Auf jeden Fall war's das für heute. Danke euch fürs Zusehen und bis bald. Wir hören sich. Tschüss.